Leute, Rennen Nummer 11, wir sind Richtung Halbzeit unterwegs und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2020 mit dem großen Preis von Österreich aus Spielberg. Schön, dass ihr dabei seid wieder und hoffen mal auf ein nächstes erfolgreiches Rennen. In Frankreich ist es ja auf den letzten Metern nur Platz 6 noch geworden, es wäre 5. wär schön gewesen, aber 6. ist es am Ende geworden. Umso bitterer, dass es gegen Renault war, weil die eigentlich schon so... Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Genau so ist es. So, ich habe ein bisschen Kohle jetzt angespart. Ich kann mir nochmal ein Reaktionstrend. Ne, Teamaufbau. Wir nehmen nochmal ein bisschen. Nehmen eine Konferenz mit. Ja, ich kann mal wieder ein bisschen aufbauen. Hat sich erhöht. Spezifischkeit. Da haben wir nicht genug Kohle. Da können wir was reinsetzen. Da können wir mal was reinsetzen. Die Ressourcenpunkte Erzeugung. So, Marketing. Triebwerk. Aerodynamik könnte man mal gucken. Ich muss hier irgendwann mal rein in die Dings. Chassis. Haben wir nochmal was relativ günstiges? Nee. Na gut, gucken wir mal. Was haben wir denn noch Schönes? Sponsoren laufen. Ja, dann gehen wir rein ins Rennwochenende. Komm. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Alles klar. Dann geht's ins 11. Rennwochenende in dieser Saison. Ja, wie gesagt, wir sind in Spielberg zu Gast heute mit dem freien Training. Herzlich willkommen, wie gesagt, zurück zu F1 2020. Wir machen heute weiter, auf jeden Fall. Wieder für dieses Rennwochenende, ist klar. Ich hoffe, dass wir hier wieder mal gute Punkte mitnehmen können. Und nicht so gnadenlos untergehen, wie es im letzten Rennen der Fall war. Zumindest am Samstag, am Samstag eigentlich, weil weniger war der schwarze Tag. Da war der wichtige Qualifying-Tag, aber dann im Rennen konnten wir es ja da irgendwie dann doch noch ein bisschen rocken. Mit immerhin Platz 6, bis auf die letzten Meter, war sogar Platz 5 drin. Da wäre es fürs Team wichtig gewesen. Wir brauchen dringend einen zweiten Fahrer, der unbedingt mindestens Punkte mitnimmt. Weil ganz alleine kriege ich einen vierten Platz nicht gerockt. Vor allem nicht bei Renault, weil die eigentlich relativ stark sind, was das betrifft. Die haben ja zwei Autos, mit denen sie regelmäßig ihre Punkte holen. Und wir haben halt nur das eine Auto. Weil mich momentan noch nicht wirklich was holt. Aber ich gucke mal gerade, was die auf dem Fahrermarkt, was der Fahrermarkt theoretisch hergeben würde. Ja, wohl, der gibt gerade gar nichts mehr. Gucken wir mal, wo wir aufs Rennwochenende. Das ist super trocken, das ist super wichtig. Entwicklungsupdate. So. Na gut, dann gehen wir rein ins nächste kommende Rennwochenende. Ja, wie gesagt, erste freie Training heute auf einer Strecke, die eigentlich relativ kurz ist. Die ist, glaube ich, 4,2 Kilometer, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, ist die lang. Aber ich habe jetzt keine genauen Daten für diese Strecke hier. Runde 11, Training 1, großer Preis von Österreich. Halbstrecke von Red Bull. Die wollen natürlich hier, auch ein bisschen was zeigen. Sowohl Verstappen als auch Albon. Für die ist es sehr, sehr wichtig. Hier haben wir den Wärmeführenden. Das ist Valtteri Bottas, weil auch Hamilton im letzten Rennen tatsächlich sein Auto weggeworfen hat. Oder ausgeschieden ist. Warum ist es richtig? Wir haben einen Chat mit Carl über die neuen Parts und wir sind glücklich, dass sie in das Auto integriert wurden. Mit any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Ja, Österreich. Trocken. Kann ich einen Trockensetup reinsetzen? Und können wir auch mal direkt auf die Strecke gehen? Ja, dann fahren wir mal ein bisschen, ein paar Meter. So. Genau, dann stellen wir das mal so ein bisschen ein. Setup ist geladen. Übrigens, ihr könnt, wenn ihr ein Trockensetup habt,
Rennen, oder das Rennwochenende trocken ist und das Rennen am Ende verregnet ist, gleich hinter oder dann. Und steht einfach den Frontflügel. Entschuldigung. Fährt einfach den Frontflügel um zwei Positionen hoch. Also ihr fahrt dann zum Beispiel 4-6 auf Frontflügel, fahrt ihr das Rennen dann quasi mit 6-6. Dann habt ihr ein bisschen mehr Grip auf der Achse wegen bezüglich des Regens. Nur dass du da schon mal, dass du ein bisschen das funktioniert. Ich habe es jetzt in Belgien ein paar Mal ausprobiert. Und wir fahren das Wochenende mal auf. Kann ich jetzt das noch umstellen? Kann ich jetzt noch umstellen? Warte mal, Boxenstopp-Position, wo man nicht alles aus. Das kann ich nicht umstellen, Scheiße. Ich will das Rennwochenende mal komplett auf Dings fahren, auf. Das muss wahrscheinlich vom Training anstellen. Auf Streng fahren. Das Kurvencutting hier auf Streng fahren. Das geht wahrscheinlich nicht. Na gut, gehen wir rein. Auf jeden Fall in dieses laufende Rennwochenende. Klar, die Red Bull wollen natürlich raus. Für die auf der Heimstrecke ist natürlich ein bisschen was zu zeigen. Dann habe ich das wie bei mir die Traktionskontrolle eigentlich aus? Okay, mittel. Na gut. Ich traue mich noch nicht ganz aus. Ich habe es mal zwischendurch probiert, aber ich muss da mal ein bisschen mehr mit klarkommen. Klar, hier wollen wir wieder mal was rausholen. Unser zweiter Saisonsieg nach Kanada. Letzte Rennen haben wir ja auch fleißig Punkte gesammelt, aber ich glaube, ich brauche irgendwann einen zweiten Fahrer, der Punkte mitnimmt. Klar, Träumchen wäre Lewis Hamilton, aber der wird wahrscheinlich nicht zu uns wechseln. Da hätten wir einen britischen Fahrer im eigentlich britischen Team. Der Born GP ist ja ein britisches Team. Immerhin 2009 Weltmeister geworden. Mit Jensen Button und Rubens Barrichello am Steuer. So, guck mal, was die Rundenzeit jetzt sagt. 1,87 Medium. There's four laps of fuel remaining. Weil die Strecke ja nicht besonders lange ist, also haben wir ein bisschen Zeit zu fahren heute. Ah, ich komme immer wieder, so wenn ich ein bisschen Plus habe, dass ich heute komme. Jetzt haben wir mal den zweiten Sektor zumindest auf Violett. Jetzt haben wir mal ein bisschen mitgenommen. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Und ich fahre die Zeit auch noch ohne Benzin wirklich und mit ohne das RS, das habe ich jetzt total vercheckt. Da habe ich aber richtig schlecht durch die Kurve gekommen. Irgendwie will er gerade da nicht durch die Kurve, wie ich das gerne hätte. So, 5 Minuten machen wir noch. Also wir machen ja immer bis 20 Rest, also 10 Minuten pro Training. Dann bin ich bei 35, 40 Minuten für die Folge, das passt so.
wieder so beschissen schlecht durch diese Kurve gekommen. Ich komme nicht klar momentan, ne? Das ist gerade nicht der Wurm drin. Immer wieder Quersteher und alles. Klar, die Zeit wird besser, weil wir halt jetzt Beihilfen mit dabei haben. This lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Vergessly. Fahrer hinter mir. Gasly is behind you. Their best lap time is a 1:09.3. 2,3 Sekunden der Abstand auf Pierre Gasly, der hinter mir steht. 2 Sekunden, Entschuldigung. So, jetzt haben wir Verstappen, der noch eine bessere Zeit gesetzt hat, oder eine bessere als Gasly zumindest. Fahr hinter mir. Over the radio. Say again. Ich hätte die Verstappen-Zeit noch. Fahrer hinter mir. Verstappen behind. Their best lap time is a 1:08.7. Sind immerhin noch 1,4 Sekunden auf Max. Weil das jetzt nochmal mehr wird als 7:1. So, 2 Runden schaffen wir noch. Aber Benzin ist aus. Scheiße. Dann ist aber durch. Schade, da wollte ich ein bisschen was. We're low on fuel. Box in the next 2 laps, please. Ja, das Benzin ist jetzt schon aus. Aber ich denke mir doch gerade. Ich bin so gerade im Flow drin gewesen, im Fahren drin gewesen. Wir haben ja schon 6 Runden durch. Ich hoffe, dass jetzt kein Auto kommt. Da kommen sogar direkt 2. Ein Alfa Romeo und ein Renault. Oh, das war mein Fehler. Das war absolut mein Fehler. Sorry, Kimi. Das war absolut mein Fehler, das Ding. Ich habe ihn... Box this lap, please. Box this lap. Kimi raus, ja. Das ist aber wieder, das geht komplett auf meine Kappe. Also wenn er mir da die plus 5 gibt, dann aufs Rennen, auf die Rennen, auf den Grid. Vollkommen richtig. Ne, alles meine Schuld. Das war definitiv meine Schuld. Ich habe das Auto nicht auf der Position erwartet. Ich habe gesehen, da kommen 2 Autos, konzentriere mich auf die Strecke und sehe die Autos zu spät. Ja, nee. Also da gehe ich jetzt mal komplett auf meine Kappe. Das ist auch so ein Kimi Räikkönen, das ist definitiv meine Schuld. Scheiße. So, Ricciardo zumindest weiter vor Kwiat. Dann kommt Sainz und Verstappen. Also Kwiat ist eine kleine Überraschung auf 3. Ricciardo will wieder ein bisschen liefern, will wieder ein bisschen mit uns kämpfen. So. Ja, sorry. Wie gesagt, definitiv meine Schuld. So. Ich glaube schon, dass für Ricciardo ist immer eine Sekunde. Also kam eine Sekunde. Weil wir das, glaube ich, in Frankreich auch hatten. Dann kam der Samstag. Der rabenschwarze Samstag. Ja, die 1,27, die wir gefahren haben, die knacken sie momentan einfach nicht. Verstappen ist jetzt ein bisschen dran an uns. Da
Aber wie gesagt, beim ersten freien Training sind wir schon mal durch. Perez ist auch nur zwei Rundchen gefahren. Genauso wie Vettel, wenn ich das richtig sehe. So. Es gab, glaube ich, eben wieder Münzen, was anmelden. 2.500 habe ich zumindest bekommen, gerade eben. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Verstappen und Sergio Perez. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Den Perez hätte ich ja gerne im Team. Das wäre ja so einer, wo ich sagen würde, mit dem könnte man arbeiten. Ne? Weil der auch regelmäßig seine Pünktchen holt. Wenn ich ihn kriegen kann, wenn ich die Möglichkeit habe, den zu verpflichten, dann werde ich ihn noch holen. Aber wie gesagt, das wird jetzt, glaube ich, für diese Saison nicht mehr machbar, nicht finanzierbar werden. Ich versuche es auf der nächsten Saison, dass wir nächste Saison mit meinem zweiten Fahrer fahren. Ich hoffe, dass der Nick zu Racing Point geht oder so. Bevor sie tauschen. Aber wir werden mal schauen, wie es halt möglich ist. Müsste jetzt eben alles, je nachdem, wie jetzt alles läuft, kann sein, dass jetzt im nächsten Rennen nochmal neue Wechs kommen. Also es ist Halbzeit. Es ist, glaube ich, möglich. Ich glaub, obwohl, ich hatte den Wechsel von noch Mick, hatte ich auf Frankreich, glaube ich, Rennen Nummer 8 oder so. Oder 4, wie auch immer. So, okay. Gehen wir rein ins zweite Freitraining. Gehen wir mal rein ins zweite freie Training. So, ich komme, mach mir kurz das Fenster eben auf, dann geht's sofort weiter. To run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So, ich hoffe, das stört jetzt nicht allzu sehr. Ich habe hier das Fenster mir mal gerade eben aufgemacht, kurz. Und nehme an, es ist eine Hauptstraße. Ich hoffe, dass das nicht so tragisch jetzt ist. Gut, gehen wir einfach mal rein ins zweite freie Training. Wir fahren ebenfalls wieder auf den Medium. Ich scheine funktioniert zu haben. Green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Vor allem will ich auch gleich einen Vergleich haben, wie das aussieht, ob da vielleicht ein Konkurrent mit Soft fährt, wo wir vielleicht Möglichkeit haben im Qualifying morgen zu sagen, wir fahren auf Medium los und die Konkurrenz fährt auf Soft. Wie der Abstand ist, ne, bezüglich der Strategie, ob zum Chance besteht, im Rennen auf Medium zu starten und dann am Ende auf Soft nochmal versuchen, ein bisschen was rauszufahren. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt erstmal nur ein bisschen denken. Wahrscheinlich werde ich auf Soft fahren, das Rennen starten auf Soft und morgen ist Qualifying auf an. Ich hatte kurzes Qualifying, 18 Minuten. Weil bei langen Qualifying ist, dauert mir das einfach zu lange. Gerade im Let's Play dauert mir das definitiv zu lange, eine Stunde kriege ich den Qualifying rein. Die Folgen gehen da meist so 21, 22, 23 Minuten. Das reicht dann auch. Das sind ja 18 Minuten Qualifying rein. Das Rennen meistens so 35 Minuten. Hier bin ich bei 45. Mal ist es auch 50. Ich glaube, die längste Folge ist 54 Minuten oder sowas. Aber wir fahren jetzt erstmal noch ein, zwei Versuche auf den normalen. Achtung, ich sehe es übrigens. Ja, das war diesmal. Machen wir so, damit ich mal ein bisschen fahren kann. Wir wollen ja wieder diese 6 Runden fahren. Und mal gucken. Wie gesagt, wie die Konkurrenz fährt. Wie fahren Red Bull? Wie fährt Mercedes? Wie fährt McLaren? Na, vor allem, wie fährt Renault? Renault ist eigentlich so eher der größere Konkurrent, den wir momentan haben. Um Platz 4 in der KWM. Vor allem geht es auch wieder um wichtiges Geld. Ja. Ich
habe für Platz 5 aber 10 Millionen gekriegt. Ich weiß nicht, wie der Platz 4 ist. Ob das macht bestimmt einen Unterschied. Aber mal gucken, wie es halt läuft. Wenn wir unter Hausaufgaben machen und zwischendurch mal ein Rennen gewinnen, momentan sieht es sehr gut aus im ersten freien Training. Bottas 97 schnellste Rennrunde. Laptime. Ich habe aber nicht geguckt, wie weit die hier vorne ist. Auf jeden Fall eine Sekunde vor uns. Auf dem gleichen Reifen, so wohl gemerkt. Aber ich fahre, wie gesagt, auch zwei Runden erstmal nur ohne Einstellung. Und gehe dann nochmal ein bisschen drauf, gehe dann nochmal ein bisschen. Und gehe dann nochmal auf etwas schnellere Einstellung. Ja, da bin ich ein bisschen früh gebremst, da habe ich Zeit verloren. Da habe ich schon genau diese 200-zeitig oder 100-zeitig Vorsprung gehabt, die habe ich jetzt zurückstand, also 200 verloren. Ja, Valtteri Bottas, der wird wahrscheinlich die Saison nicht von schlagbar sein. Der wird der gewinnt momentan die Rennen. Wir waren ja auch das letzte Rennen dann. So, wir haben es gehört, wir hatten das Rennen ja in. Da habe ich ein bisschen über die Links drüber gekommen und da habe ich es verloren. Aber das war auch leider richtig so. So, gehen wir mal rauf auf Head, damit wir ein bisschen was rausholen können. Jetzt greife ich nämlich, versuche die Zeit von Bottas nochmal anzugreifen. Fahrer vor mir. Bottas is ahead of you. Our gap to the car in front is 25.6 seconds. Their best lap time is a 1 minute 7.5. 7.5, okay, danke schön. Das ist eine Information, mit der ich auch arbeiten kann. Wir haben 8.3 und ich gehe natürlich jetzt auf die Zeit. Ich will die Zeit jetzt von Bottas eliminieren. Hinter uns ist Kimi Räikkönen, der ja den Zwischenfall hatte mit uns im ersten freien Training. Aber wie gesagt, das Ding nehme ich auch auf meine Kappe. Da darf ich ohne Sprit nicht auf der Ideallinie rumschleichen. Das war einfach wirklich nur ein Missverständnis. Never ever Absicht, aber wie gesagt, klar mein Ding. So selbstkritisch muss ich da auch mal sein. Und wieder da rauskommen, wieder bis zu weit rüber gekommen. Und das kostet uns jetzt zwar die Pole. Also die Bestzeit. So gut, da muss ich wissen, dann weiß ich, wo mein Fehler liegt. Ja, 7,5, ja, 7,3 hat er, glaube ich, hat er, ne? Fahrer vor mir. Bottas ahead. The gap to the car ahead is 25.0 seconds. Their best lap time is a 1:7.5. Ja, 1:7.5, also er liegt knapp vor uns, aber ich habe halt wieder noch massig Zeit in der letzten Kurve liegen lassen. Come in this lap, please. Box this lap. Die Runde muss jetzt passen auf Valtteri Bottas. Krieg ich es hin? Ich war deutlich besser durch die Kurve durchgekommen, weil ich da nicht so war. Wenn die Kurve geräubert bin, das wird immer besser werden. Und Latifi fährt auf 3 an Williams. You're nearly out of fuel. Ja, ja. Almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. So, vor uns ist jetzt ein Auto, ich weiß nicht, was genau vor uns ist. Ich sehe es gerade nicht. Also ich krieg's nicht zugehört. Das ist ein Renault ist es. Ne, ist es Mick? Ist es Mick? Das ist Neongelb und nicht nur gelb. Minimal, aber es ist nochmal eine schnelle Runde gekommen.
So, jetzt mache ich mal auf dem Mappen. Nehme ich mal das Gas weg. Wegen Benzin. Weil mir das Auto sonst gleich wieder streikt. Ja, die Runde geht eh kaputt. Das Ding geht eh jetzt aus. Was habe ich gemeint? So, diesmal müssen wir aufpassen ein bisschen. Nicht, dass wir wieder irgendwie blöde Wege stehen. Weil ich weiß nicht, ob wir die Strafe bekommen, aber ich habe es echt nicht schon. Da kommt nämlich einer. Das sehe ich gerade. Das überlasse ich. Das ist ein Alpha Tauri, das ist klar. Gerade gesehen, Ferrari und Mercedes, glaube ich, kommen noch dahinter jetzt gleich. Du müsst jetzt immer weniger in den nächsten Metern auftauchen. Ja, alles gut, Jeff. Ja, da kommt was Rotes. Die Frage ist, wo taucht der auf? So, ich lasse mir jetzt gerade vorbei. Das ist übrigens. Ne, es ist Kimi und es ist King. Dann war es ein Williams und ein Alfa Romeo. So, jetzt sind wir nämlich mal außer Gefahr. So. So, wir sind auf jeden Fall wieder in der Garage. So. Und dann sind wir durch. Für heute. Also, die Freunde sind auch fürs. Jetzt. Halbe Sekunde vor erste Mal eine Korn. Das ist auch gut so. Da fällt auf, wenn man Lewis Hamilton, na gut, die fahren alle auf Soft, ne? Die sind ja halbwegs dran. Gut, dann habe ich zumindest einen Vergleich, dass ich auf Medium auf Augenhöhe mit den Top-Piloten bin. Und zwar Ricciardo Ocon, die nämlich beide hinter uns stehen. Jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, Richards und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, und Vettel hat sich zwischendurch noch zwischen die beiden Renault geschoben. So, dann gehen wir mal rein in Training Nummer 3. So.
fahre nämlich jetzt gleich auf den roten los. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Ach, wir haben ja ganz gut. So, dann fahren wir mal back on track. Auf Rot. Sechs Runden werden wir wahrscheinlich nicht gefahren bekommen. Mal gucken. Obwohl, selbst mit den Soft sollte das durchaus möglich sein. Aus das Ding hier. Ist aber auch leicht bedeckt, muss ich sagen, aber es wird kein Regen kommen. Das Rennwochenende bleibt trocken. Nächste Rennen übrigens Großbritannien, nur so nebenbei. Das Rennen, wo Mick in der letzten Saison Platz 5 geholt hat, immerhin. Wir ja so gnadenlos versagt haben mit Platz 21. Aber es lag auch ein bisschen an der Rennstrategie. Aber ich lasse jetzt erstmal noch aus, die ein, zwei Ründchen, und dann gebe ich Gas. Mit Runde 3 gebe ich dann Gas. Es geht auf der Strecke hier. Die ist ja relativ kurz. Ich glaube, hier kommen, wie gesagt, etwas über 4 Kilometer wird es sein. 4,3 oder 4,2 in so einem Dreh rum. Also da genau wissen tue ich es nicht. Und ich habe zumindest gerade nicht im Kopf so. So. Letzte Freitraining für heute, für diesen Freitag. Ja, das heißt, hat 7-1. Aber weiß ich gerade nicht, was er gefahren ist. Vielleicht kriegen wir sogar hin, auf die Zeit auf, ohne alles zu bügeln. Ne, gehen wir nicht hin. Eine Sekunde fehlt. Auf Soft. Aber wie gesagt, ich habe ja noch die Möglichkeit, mit der es und so alles hochzustellen. Ich fahre immer die ersten zwei Runden ohne und dann drehe ich hoch. Dann greife ich die Zeit jetzt an. Ich werde jetzt ein bisschen rankommen, aber keine Bestzeit fahren, das ist klar. Die Sekunde werde ich nicht holen. Also 7-1 hat er ja gefahren, ich habe 8-1. Aber wie gesagt, nochmal, ich habe noch keinen. Oh, ist. Doch, der Regen kommt! Es regnet! Jetzt kommt schon der Regen. Kommt Regen. Das heißt, ich muss da mal eine Runde setzen, jetzt auf den Reifen. Das heißt, wir fahren ein kurzes freies Training. Das heißt, die Runde muss sogar schon passen. Ich dachte, ja, wir fassen entspannt jetzt zwei Runden. Aber muss mal gucken, jetzt muss man ein bisschen pushen. Jetzt ist der Sektor schon mal violett. Ja, und die meisten, die sich jetzt auch noch in der Garage wählen, die haben verzockt.
Und wir auch. Zeit hat das Rennen. Hallo, das Rennen immer. Und Vettel kriegt noch eine Runde hin, aber wir nicht mehr. Das heißt, wir können schon mal in die Box wieder gehen. Sainz hat's richtig gemacht. Er hat genau die Zeit gepasst. Scheiße. Aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich sagte ja noch, es ist ziemlich bedeckt auf jeden Fall. Nicht, dass die... Aber es soll ja kein Regen kommen. Und dann kam der Regen. Doch, doch. Jetzt ist nämlich das DRS ausgeschaltet. Die Frage ist, wie wird das Wetter jetzt nochmal besser wird. Ich gucke gerade unten aufs Wetter, auf das Wetterradar. Aber es sieht gerade nicht so aus, als würde es irgendwie nochmal besser werden. Ja, wir haben uns auch ein bisschen verzeugt. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass es regnet. Ich hätte damit gerechnet, es bleibt trocken, das ganze Freitraining. Ich dachte, ich könnte mal eine Runde versuchen zu pushen. Ich hätte von Anfang an pushen können. Aber also, so Dinge halt, ne? Sam mitten nochmal schnell. Sieht doch nochmal am Ende der Regen aufgehört. Ja, ist egal, scheiß drauf. Die Session ist abgeschlossen, Vierter. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Sainz und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Da ist die Strecke so krass schneller geworden. Aber gut. Ja, Vierter sind wir nur geworden. Schlechteste mit Soft. Aber die anderen, die warum muss man eigentlich tatsächlich komplett ausklammern. Da ist... Denken Sie darüber? Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Ja. Gibt es einen Grund dafür? Wir verdaten. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? So genau, diese Saison geben die Fahrer alle ihr Bestes. Klasse, das war dann alles. Genau, dann sind wir heute auch schon durch mit dem freien Training. Gut, dann haben wir es geschafft. Das freie Training ist durch. Der Freitag ist geschafft. Und mit dem Qualifikationstraining, das sehen wir uns dann morgen an, wie immer. Ne, ihr kennt das ja, samstags 14 Uhr, freie Training. Quatsch, Qualifying. Freie Training ist immer freitags 14 Uhr und sonntags dann um 14 Uhr. Gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle. Dann das Rennen, aber wie gesagt. Jetzt sind wir erstmal durch mit Qualifying. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis der sich da was zurechtgeladen hat. Und dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von... warte mal kurz. Doch, passt alles. Genau, dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Österreich. Bis dahin und ciao.